Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Herrengrad im LS19 Alpine DEC zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo? Hallo, hab ich doch schon gesagt? Nee, ist nichts angekommen. Aber gut, Philipp ist jetzt gerade am Mähen, der Helfer ist am Dreschen auf unserem wunderschönen Feld 2. Das heißt, ich werde mich jetzt was widmen? Dem Schwaden, oder? Ja, Schwadinski. Wir haben ja gesagt, das hier oben machen wir zu Gras alles, beziehungsweise zu Silage. Und das, was ich wenden haben müssen, habe ich schon, oder wir wenden wollten, habe ich schon alle gewendet. Okay, gut. Das heißt, ich mache mich dann hier dran, das als erstes zu Schwaden und dann kommt das andere Zeug. Beziehungsweise das andere Zeug, nicht das andere Zeug. Egal. Da ist schon zusammengehängt, wunderbar. Noch schnappe ich mir den gleich. Motor an. Ich glaube, ja. Da muss ich noch mal kurz was umstellen. Ja. Der läuft noch 88. Nee, bei mir habe ich den umgestellt. 130. Oh. Echt? Ja, so passt's. Vielleicht habe ich den Epitrag abgewirkt. Aber nur vielleicht. Oh nein, das können sie doch nicht machen. Der gute Epitrag. Der war noch so. So, machen wir Radio an. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Hier, ne? Ja, ne, wir müssen noch ein Stück zurück. So, wir klappen aber schon gleich mal auf. Rückwärtsgang reingeknüppelt hier. So, da lang. Okay, da ist Map-Ende. Das Map-Ende. Was willst du denn Map-Ende? Ich hab Map-Ende gefunden. Also. Komm hier nicht mehr weg. Das ist natürlich nicht so gut. Mit was steckst du drin? Mit dem Betrag oder mit dem Mehrwerk? Beides. Also wenn du schon mit beides drin steckst, dann ist schwierig. Kommst du allein wieder raus? Raus. Bin wieder raus. Okay, dann ist gut. Wollte ganz gemütlich alles mitnehmen und dann war der Map Ende. Habe jetzt auch ein bisschen unfreundlich abgekappt. Ja, da muss man schon sagen. Aber mal. Ist halt so wie sie ist, ne? Soll Map Ende machen. So. Können wir mal ein bisschen Innenansicht fahren, ne? Weiß doch nicht, ob ich dann alles mitnehme. Aber wenn ich mal eine Spur raus tue, damit ich fahren kann, bzw. muss, dass ich alles mitnehme, dann kann ich die eine Spur eigentlich verfolgen und es ist in dem Fall die hier, dann passt's. Wo siehst du? Hängst du schon wieder fest. Später kommt der Bergdoll drauf. Also bei mir hat er es immer geschafft. Allrad drin, Sperren drin, beziehungsweise Diff drin und erster Gang, erste Grube, ab geht's. 2 km/h, let's go. Ja, kleinsten oder so geschafft. Oder das? So, um den Kollegen kümmere ich mich dann gleich. Alter, drin! Du schaffst es! Oh. Noch ein bisschen runterschalten. Okay, und noch Sperren drin.
Er schafft's. Mir ist RPM zu low. War bei mir auch gerade. Hat gute Art der RPM. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich ja an unserem wunderschönen Obstbäumchen vorbeikomme, ohne dass ich da streif. Ja, ich komme auch vorbei, ohne das, was da liegt, aufzusammeln. Kann man machen, wie man will, ne? Dann schaut man wieder hoch. So, auf 18 Note haben wir ein bisschen Schwung mitnehmen können hier. Oh, hier geht es noch ein bisschen weiter rum. Eieieiei. So, alle da drin und hoch da. Mit Schwung. Oh, er schafft sogar. Alter drin und Schwung und dann lügt die Sache, ne? Weißt du, was jetzt auch schön ist? Nehmen wir oben auch eine größere Fläche zum Minions. Was da noch mit dazugekommen ist bei Wiese 2? Oder Wiese 1? Bei der Wiese hier oben halt. Ja, dieses Wo wir sonst auch immer mitgebeten haben, ist jetzt einfach an Wiese 1 dazugehängt worden. Ja. Da war ja vorher auch immer das Problem, dass man da kam, Feldgrenzen, du kannst da nicht reinfahren. Ja. Das Problem haben wir gelöst. Aber ich muss sagen, wir kommen. Naja, ganz gelöst nicht. Es gibt halt immer noch da Feldgrenzen. Aber die sind jetzt woanders da. Ja. Beziehungsweise eine. Und machen wir das Ding mal runter hier. Ich kümmere mich schon gleich um den Drescher. So. Halt mich hier mal kurz. Dann. Nee, da. Ach, das geht aber so nicht. Wir haben da was stehen lassen. Das machen wir dann einfach. Ah, da drüben bist du. Hallo. Hallo. So, wunderschön in das Tischgemäht. Tischgemäht reinfahren, so muss das. So, mal gucken, ob jetzt ein Hänger zum Dreiviertel voll wird mit einer Tankladung. Also 64.000 Liter hat er. Was ist denn jetzt los? Ich weiß es nicht. Kann den, glaube ich, hier stehen lassen, ne? Heute oder morgen noch? Was gibt's? Will er nicht so, wie du willst? Ganz und gar nicht. Also wenn er am Hang immer so schwer hat, dann würde ich dir empfehlen, da entweder das zu meiden, oder wenn dann zum Schluss nur machen, wenn du nur bergab fährst, oder schräg in dem Fall dann. Weil da braucht er schon immer eine halbe Stunde, bis er oben ist. Und das lohnt sich ja dann auch nicht. Alter drin. Haben wir gemerkt, ist gut. Okay, hier ist er doch zu stellen. Ja. Bist du voll mit den zwei Hängern? Ich habe jetzt einen hingestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob alles reingegangen ist. Nee, er fährt schon wieder weiter. Anscheinend hat ein Hänger ihm ausgereicht. Oder der Hänger ist voll, eins von beiden. Okay. Oha. So, dann lass mich hier nochmal runter wieder. Ja, okay. Das ist da so nicht mehr so schön zusammengeschwartete. So, dann können wir eigentlich schon wieder eine Gruppe hochschalten. Und dann die Gänge wieder auf 18. Die 3 war so hart. Und dann passt's.
So, schon gleich jetzt Allrad reinhauen. Dann mal damit Schwung hochkommen. Ja, hier ist nicht so ganz so steil wie da vorne. Das geht so aber nicht. Hier ist noch ein Stückchen, weil noch nicht gewendet wurde. Oder ist einfach mit rein. Fällt schon keiner auf. Die Schafe kriegen sie nicht mehr. Das ist auch gut, wenn sie ein bisschen Grünfutter mitkriegen, was dann vielleicht schimmeln kann, was? Alles gut. Kümmern um unsere Tiere. Jojo. Wir sind ja nicht so. Nee. Alter, kann ich wieder ausmachen? Ach, wir können hier gar nicht schneller. Ah, okay. Runterlaufen. Oh, hat gepasst. Wunderbar. Aber das Hafer ist jetzt, glaube ich, auch nicht was, eine Frucht, was jetzt ultra viel wirft, oder? An Ertrag. Naja. Aber der war mir jetzt tatsächlich interessiert. Wir haben jetzt die BGA gekauft. Wie viel kriegen wir jetzt für Silage? Oh. Ja. 360. Anstatt 323. Okay. Ein bisschen was macht's aus. Ey, wir haben für die Scheiße 118.000 Euro gezahlt. Da wäre man doch leichter bei der Scheune geblieben, ganz ehrlich. Bei der Scheune, die wo man vielleicht nur auf dem Boden abkippt hat. Oh Mann. Ja, ist doch besser als wie. Ja, also wir haben für das, dass wir eigentlich nichts zahlen haben müssen. Ja, bessere Geld. Ja, mehr Geld haben wir jetzt nicht gekriegt, aber die 40 Euro machen jetzt auch nicht aus, glaube ich. Ich hätte jetzt auch schon so mit 500 Euro gerechnet oder sowas. Aber 300. Also 400 meinst du? Hm? 400 meinst du? Ja, 400 oder 500 halt. Aber du musst halt auch mitberechnen. Boah, der BGA haben wir ja halt jetzt einen konstanten Preis. Bei der Scheune hätten wir auch mal 260 bekommen können. Stimmt auch wieder, ja. Ja, es hat alles Vorteile und Nachteile. Hm? Wir sehen es ja auf die längfristigere Zeit dann, ob sich es gelohnt hat oder nicht. Und wenn es natürlich so ist, dass zum Beispiel jetzt mal bei der Scheune der Preis scheiße wäre, ah, da wäre was, egal. Dann hat sich natürlich in dem Fall dann schon gelohnt. Aber ja, mal wir haben sie. Dann passt's. Genau. Ich muss tatsächlich sagen, also vom, obwohl wir teilweise doch ein bisschen am Hungerbrot nagen, ist jetzt eigentlich das, was wir uns jetzt was sagen wir denn jetzt dazu richtig? Vom Fortschritt, was wir uns kaufen und wie wir unseren Hof weiter erneuern, weiter ausbauen und so weiter, geht es eigentlich nicht allzu schleppend voran. Meiner Meinung nach. Nicht, aber das Thema Geld und Bank und Konto rechts oben ist immer ein bisschen schwierig. Halt bei uns. Ja. Wir bräuchten halt so mal was uns so richtig Kohle bringt. Das Ding ist halt. Schafe geben halt. Also, nicht geben von Schafe, aber. Aber das Ding ist halt, ob jetzt Schafe so viel bringen, weil wir, hast du ja jetzt gerade gesehen, wir haben jetzt da, was war das, 500 Liter mit jetzt so fast drei vollen, sind das Kisten, Gitterboxen, glaube ich, ist der richtige Ausdruck, sind 500 Liter. Und nein, das sind wenig, mehr. Und mehr? Eine Box sind 1000 Liter.
Ja, aber du hast vorhin hast du gesagt gehabt, wir haben bloß 500 Liter. Ja, und der Box kann auch bloß halb voll gefüllt sein. Fühlt sich erst nach und nach komplett voll. Also hier stehen 2,5 Boxen drin. Oder wird damit immer nur die eine angegeben, die eben Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Soweit ich weiß, hat eine 1000 Liter und wenn eine mal leicht angegrapscht wird, okay, ist die schon nicht mehr mit drinnen. Wohl, das ist 614 Liter. Wir gucken mal kurz, wir können eigentlich hochfahren, weil wir sind hier mit Schwaden fertig. Schalten aber runter, sonst kommen wir da nicht hoch. Und dann gehen wir gleich nochmal zum Helfer rüber, weil der hat sich auch schon beschwert, dass er wieder voll ist. Oder fast voll ist. Ja. Hier muss ich auch noch, glaube ich, so ein kleines Wegchen mal machen. Wir fahren hier mal durchs Grün. So, wir haben jetzt drin stehen 2,5 Boxen. Ja, stimmt, dann hat eine Box knapp 1000 Liter. Das heißt, wir haben jetzt. Jetzt kannst du noch nachschauen, wenn du drauf schaust. Geht das bei den Boxen auch? Ja. Ach, Tatsache. Fisch dann 1000 Liter, genau. Eine wurde halt dann schon minimal angegrapscht. Und dann zählt die halt schon wieder nicht erst drinnen. Also wir haben zwei volle mit jeweils 1000 Liter und eine ist noch am Produzieren, okay. Das heißt, ich kann die dann eigentlich schon mal rausmachen dann, später. Weil wir haben doch 1500 irgendwie beim Ding. So ja, wir haben Preis 1512. Ey, fahr die weg, ne? Das heißt, wir würden kriegen 3000. Ja. Patzelbätschte. 300 Euro plus, glaube ich, sind normalerweise geben sie um die 2200. Warte mal, wo ist denn die Spinnerei? Ist die in der Nähe? Oh. Die ist ziemlich nah. Ich schnapp mir mal den Weidemann, ne, und die Gabel. Und dann geht's ab. Ja, du könntest aber auch auf den Lindner Unitrack laden. Stimmt, könnte ich auch machen. Aber bis jetzt eben da rausgeholt, aber ich glaube, da geht es schneller. Weil ich muss dann den Weidemann sowieso wieder runterfahren. Nee. Weißt du warum? Achso, weil der automatisch erkannt wird. Schalten aufklappen, Fuigas einnehmen. Okay, also 6400 Liter sind jetzt in einem Anhänger drin. Das ist sogar 60% voll. Okay, geht. Das heißt, ich muss jetzt hier dann warten, bis er voll drei ist. Drei Ladungen ungefähr sind es. Dann geht. Ja. So, warte mal. Da haben wir den Weidemann, wunderbar. Ah, das ist ja ein Elektro, hört man ja nicht. So, fuck später. So. Wir haben doch wieder Dinge, Gabel, ne? Beziehungsweise Ballenspieß. Gabel. Flaggt der noch da hinten? Ich glaube, ja. Der flaggt noch hier hinten, wunderbar. Schnappen wir uns den mal. Der flaggt nicht, der liegt. Der flaggt. So. Steht was. So, die stehen hier normalerweise. Wie soll ich denn da rankommen? Jetzt mal Real Talk. Die stehen ja verkehrt rum dran. Also, ja, nicht schön, ne? Bin ich geil. Komm ja niemals im Leben. Ja, okay. Pff. Aber das jetzt schön ist, kann man sehen, wie man will, ne? Aber ich pack die jetzt hier oben vorne hin, weil dann kann ich die schöner aufnehmen. Oh, das Piepsen. Wollen sie nicht vielleicht runtergehen? Das wäre schön. Okay, jetzt ist er runtergegangen. Gut. Oh, das Piepsen. Also schnell wieder vorwärts schalten. Eieieiei. Das geht auf die Ohren, du. Das geht auf die Ohren. Das glaubst du nicht. So? Doch, weil ich mal lang genug gefahren bin damit. Und dann vielleicht aus Versehen vor lauter Wut in den Fluss, damit das Piepsen aufhört. Dreimal? Was ist los? Dreimal? Was ist los? So, wir haben sie. Jetzt muss ich eigentlich nur noch. Aber ich schätze, das wird jetzt viel Gras geben.
Auf alle Fälle mehr als sonst. Was meinst du? Mehr Gras. Es wird mehr Gras geben als wie sonst. Achso, vom Ertrag meinst du, von der Wiesen? Ja, ist ja klar, weil wir haben keine Ahnung wie viel Quadratmeter mehr. Ja, und wir haben jetzt die Wiese auch nochmal doppelt gedüngt, weil die war beim letzten Mal höchstens. Ne, die war gar nicht gedüngt. Egal auch nicht. So, mal gucken, ob ich auswendig hinfinde. Ich weiß, die ist irgendwo da beim Krankenhaus. Ich frage nicht, wieso da die Spinnerei ist, aber gut. Vielleicht sterben da mehrere Leute während der Arbeit. Weil sie umgemuxt werden, was? Eieieiei. Wie denkst du denn immer? Nee, nee, nee. Bitte kein Zug, ich bin ganz klein und süß. Okay, gut, geht. Bin ganz klein und süß, fahr mir 25. Ja. Ah, hier geht's rein. Schneller. Ja. Um 5 km/h. Helfer ist blocking. Oh nein. Wo soll ich denn jetzt? Ah, da. Ich nehme markiert mit Hugentop. Ah ja. Ah. 1512 Euro. Das ist doch mal schön. Oh, der Dingens, der Weidemann braucht tanken, fällt mir gerade auf. Da kann ich euch auch mal unser super. Wir haben eine Tankstelle am Hof. Ich kann euch da mal kurz was zeigen. Ah, jetzt kommt der Zug. Wäre ich jetzt ein paar Sekündchen später dran bin, dann hätte es problematisch werden können. Hallo? Oh Gott. Überholt? Ne, okay. Er zieht weg. Hallo, 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 hallo. Wo kommt denn der jetzt her? Eieiei. Hab ich einfach übersehen, ne? Hab ich nicht Rundumleuchte? Ne, hab ich nicht. Mann. So, fahr mich wieder drin. Wir sind zwar bei 22 Minuten, aber die Palettschiene will ich jetzt noch wegbringen. Und die letzte Folge ist ein bisschen kürzer geworden. Das heißt, die paar Minütchen machen wir dann in der wieder mit dazu. So. Ach, hinter uns war ein Auto. Ich habe mir gerade gar nicht sehr gedacht. So, jetzt kann ich die da drin wieder rauspopeln, ne? Oh, ich hab Spaß. Ja, ich will nicht die andere treffen, sonst wird sie nicht mehr erkannt. So kann ich? Ja. Schnell raus, dann geht's. Nein, 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 nein. Aber ich könnte rankommen. Hier ist er wendig. Er sagt, es dürfte gehen. So. Ja, bin drin. Zurück, ja, geht, ne? Ja. So, jetzt fahren wir den guten aber mal tanken hier. Also normalerweise muss er ja fix bei dem E. Hm? Geht ja fix bei dem E. Mhm. So. Also Leute, ihr seht, das ist keine E-Tankstelle. Wir drücken R. Ich mach die Musik aus. Oh, schwierig, ne? Mehr Geld ausgegeben. Hm? Wir haben extra mehr Geld ausgegeben, weil uns vorgegaukelt wurde SSE. Ja. Er hört. Also er hat einen richtig guten Schalldämpfer, weil man hört nichts. Yes. Der ist jo. Von VW, was? Oh nee, oh nee, oh nee. Aber die Frage ist, wo ist denn der Auspuff hin? Ja. Der wird wahrscheinlich irgendwo da hinten drin sein. Der Motor wird einfach permanent vergast. Ist es normal, dass ein Hoftrag so viele. Oh Gott. Eieiei. So viele Hydraulikanschlüsse hat? Hinten? Kannst du mit und ohne kaufen. Echt? Ja. Okay. Und zwei sind ja auch schon für vorne mit dazu. Also. Zwei. Also. Die, wo du vorne hast, sind hinten auch nochmal dran, wenn du willst. Dann hast du einen Anschluss und dann kannst du nochmal eine zusätzliche dazu kaufen. Dann sind es halt schon vier. Mhm. Aber Luftdruck ist wieder die andere Sache. Gibt's zwar, aber kostet. Geht halt allerdings ins Geld, ne? So, die zweite kommt weg. Nochmal 1500, da sind wir wieder auf 10.000.
Oh, wir haben wieder einen zweistelligen Kontobetrag, das ist doch gut. Das heißt, wir geben uns wieder nice auf den Weg nach Hause, aber wir sind dann für die heutige Folge auch schon fertig, liebe Leute. Es kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen und kostet auch keinen Sinn. Und den roten Knopf, falls natürlich nicht getan, drauf färben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengrad im Alessandro in der PIN-DLC. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Where I belong, I'm still rolling the dice, praying.